Dank hast du es geschafft. Fragile liegt nun schon eine Weile im Koma. Aber mit den Kryptobioten, die du gebracht hast, sollten wir sie wecken können. Und mit etwas Glück braucht es nur ein paar weitere, um sie wieder auf die Beine zu bringen. Gut gemacht, Sam. Sam! Du bist zurück. Das war sicher eine harte Reise. Vor allem ganz allein. Aber jetzt ist das gesamte Team wieder beisammen. Das ganze Team? Die Hardman auch? Es waren zu viele Reisen zu Stränden und zurück in der kurzen Zeit. Chirale Materie hat ihre Zellen kontaminiert und eine Art Jetlag auf Molekularebene verursacht. Das brachte ihre homöostatischen Mechanismen durcheinander. Keine Sorge, sie ist nicht in Gefahr, aber sie braucht etwas Ruhe. Also wo ist der Direktor? Er wird in einem anderen Raum versorgt. Bridges-Personal hat ihn vor der Isolierstation gefunden. Ähnlich wie bei deiner Rückkehr von Cliffs Strand. Selbst nach der Dekontamination brauchte sie mehr und mehr Zeit, um sich zu erholen. Sam, du hast es geschafft. Hungrig. Danke. Anscheinend brauchst du mich doch. Wer hätte das gedacht? Aber die Uhr tickt. Habe ich recht? Sam ist hier. Der große Lieferant. Der einzige, der Amelies Strand erreichen kann. Du bist nicht in der Verfassung dafür. Das ist weder gut für dich, noch für Sam. Bei meiner eigenen Suche nach Amelies Strand habe ich etwas Außergewöhnliches bemerkt. Wenn man Strände mit einem Multiversum vergleicht, existiert ihre wohl auf einer höheren Ebene als unsere. Ich kann die Strände anderer Leute betreten, aber ihrer ist unerreichbar für mich. Er ist unsichtbar, unzugänglich. Selbst für Fragile, fürchte ich. Stellt es euch mal wie einen Blutkreislauf vor, ja? Jeder unserer Strände bildet eine einzelne Kapillare. Aber Amelies Strand ist das Herz, das das Blut zum Rest von uns pumpt. Kapillare sind dem größeren Ganzen untergeordnet. Dieses Ganze wird vom Herzen reguliert, das die Richtung vorgibt. Es regelt den Fluss. Es regelt alles. Kontrolliert alles. Versteht ihr nicht? Sie hat die Kontrolle. Du schaffst es vielleicht, gegen die Flussrichtung zu reisen und sie zu erreichen. Aber wenn du das tust und sie dich dann nicht gehen lassen will, dich bei sich behalten will, kann sie das. Fragile und die Hardman sind von ihrem Strand entkommen, oder? Ich schätze, das hat sich so ähnlich abgespielt wie bei dir. Ich bin nicht entkommen, weil ich es wollte. Ich wurde gezwungen, zur Wiederkehr sozusagen, von ihr. Gezwungen? Warum? Es ist nur eine Theorie, aber sie will dich.
Sie will, dass du zu ihr kommst. Das ist ihr letzter Wunsch, meinst du nicht? Das ist es. Amelie ist die Ehe und das ist ihr Endspiel. Nochmal zur Sicherheit. Wenn ich die letzte Strandung aufhalten und heil zurückkommen will, muss ich zu ihrem Strand reisen und sie umstimmen. Stimmt das schon? Genau. So klischeehaft es klingt. Du bist unsere einzige Hoffnung. Aber dass du Erfolg haben wirst, glaube ich kaum. Wenn du sie nicht zur Vernunft bringen kannst, musst du sie töten. Und wenn du sie tötest, rettest du die Welt, bist aber außerhalb von ihr gestrandet. Für immer. Machen wir es doch offiziell. Bist du bereit, das Paket zuzustellen? Ich rede mit dir. Vielleicht hört sie zu. Angesichts des Zustands der Welt verzögert es nur das Unvermeidliche. Egal. Wenn wir so Zeit gewinnen, um etwas Besseres zu schaffen, das Leben nochmal anzupacken, zumindest kurz. Tja, da fällt mir genau eine Frau ein, die so eine Chance genutzt hat. Nichts währt ewig, nicht einmal die Welt. Aber wir erhalten sie, solange wir können, oder? Wir flicken die Löcher, tauschen die Teile aus und so weiter. Damit wir sagen können, dass wir es versucht haben, gelebt haben. Ich dachte, du behandelst Sachen nicht gerne vorsichtig. Weil es hart genug für mich war, überhaupt klarzukommen. Damals, als wir uns in der Höhle begegneten, lebte ich einfach von Tag zu Tag. Amerika war mir egal, genau wie die Zukunft. Ich lebte eine Lüge, hatte mich verrannt. Ich war im Arsch. Aber irgendwann begann ich, mich zu verändern. Ich lernte Leute kennen, die mir zeigten, dass vielleicht doch nicht alles schlecht war. Leute, die an die Zukunft glaubten. Und an mich. Die sich nicht geschlagen gaben und auf die Hoffnung warteten. Also muss ich liefern. Um ihretwillen. Auch wenn du vielleicht nicht zurückkommst? Ich bin doch so oder so am Arsch, oder? Mit dich am Lau. Mach ich. Östlich von Portmore City gibt es keine aktive Todmutter. Das Kleine hat genug geleistet. Es reicht. Alles klar. Ich werde mein Bestes geben, um es gesund zu pflegen. Such mit mir nach Amelie. Greif nach ihr, Sam. Spür sie. Ich weiß, dass du sie liebst. Du liebst sie.
bist du ja. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Die letzte Strandung hat bereits begonnen. Amelie? Du kommst zu spät. Warum hast du so lange gebraucht? Deine Stimme. Du weißt immer noch nicht, wer ich bin, oder? Wer bist du? Sam. Ich wusste, du kommst zurück. Sam, hör mir zu.
liebe dich, Sam. Ich werde am Strand auf dich warten. Seitdem warte ich auf dich, genau hier. Du solltest mich aufhalten. All das aufhalten. Bridget? Ja. Ich bin Sam. Wo ist Amelie? Wo sie immer war. Nirgendwo. Meine Tochter Samantha America Strand existiert nicht. Amelie existiert nicht. Nicht in deiner Welt. Tut mir leid, Sam. Ich musste so lange eine Maske tragen. Amelie und Bridget sind beide ein Teil von mir. Was soll das bedeuten? Ruhig, dann sag ich's dir. Jetzt ist keine Zeit für Fragen. Hör zu. Hör einfach zu. Verstehst du, Sam? Amelie und Bridget, das sind bloß Namen. Ich bin eine Extinktionsentität. Also, angesichts dieses Wissens hast du zwei Möglichkeiten. Ist erschossen zu werden, die eine? Wenn es hier passierte, kämst du nicht zurück. Du würdest direkt ins Jenseits gehen. Aber nein. Das ist keine davon. Dich zu töten wäre ein schrecklicher Fehler. Das weiß ich am allerbesten. Die letzte Strandung hat bereits begonnen. Eine Fuge hat sich gebildet an meinem Strand und den Stränden aller Seelen in Amerika. Und schon bald wird sie von hier aus von einer Flut aus Antimaterie überschwemmt. Blitzartig wird diese Welt verschwinden. Von einer Explosion verschlungen. Einem Urknall. Das bringt uns zu deiner ersten Möglichkeit. Nichts tun. Bleib hier bei mir und erlebe mit mir das Ende. Ich soll einfach zusehen. Zusammen mit mir, bis die letzte Flamme erlischt. Klingt nicht so schlecht, oder? Es ist ja nicht so, als ob die Welt noch viel Zeit hätte. Dann ist da die zweite Möglichkeit. Indem du das Netzwerk erweitert hast, hast du die Menschen und ihre Strände zusammengeführt und in ein größeres Ganzes integriert. Wie dieses Kipu. Aber dadurch hast du sie auch an meinen Strand gebunden? Den Strand, an dem ich die Tore zur anderen Seite geöffnet habe. Du kannst es nicht aufhalten. Aber wenn du mich und meinen Strand abtrennst, kannst du vielleicht die Ausbreitung verhindern. Vielleicht verhinderst du so die letzte Strandung. Und die Menschheit stirbt ein anderes Mal. Dann muss es hier nicht enden. Aber das tut es. Der Strand ist dem Untergang geweiht. Das sieht man auf einen Blick. Deshalb müssen wir unsere Verbindung kappen. Und das war's? Das Ende des gestrandeten Todes?
Manche Dinge sind unausweichlich. Das sechste Aussterben findet statt, ob heute oder morgen. Du kannst entweder in Würde sterben, kurz, schmerzlos, blitzschnell, oder im vollen Bewusstsein dessen, was dich erwartet, vergeblich kämpfen. Das sind die Möglichkeiten. Du hast ihn die ganze Zeit behalten. Vielleicht hast du noch eine Chance, diesen Albtraum zu beenden. Du hast die Welt zusammengeführt. Du hast das Recht zu entscheiden. Zieh am Seil oder schneide die Schlinge ab. Aber was du auch tust, zögere nicht. Ich bin bereit, Sam Strand. Entscheide dich. Warte. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Doch, das weißt du. Nach all dem, wie könntest du es nicht? Bist, brauchst du ihn, um uns wieder zu vereinen. Und wenn die Zeit reif ist, musst du mich aufhalten. Du bist der Einzige, der das kann. Du musst dich daran erinnern. Sam, ich warte auf dich am Strand. Ich erinnere mich. Du wusstest es. Die ganze Zeit. Irgendwie schon, irgendwie nicht. Ich hatte so viele Träume von der Zukunft. Ich wusste nicht, welchen ich trauen konnte. Deshalb beschloss ich, dich und die anderen an ihnen teilhaben zu lassen. Aber um die Punkte zu verbinden, um alles zu verstehen, braucht man ein Gesamtbild. Man braucht Zeit. Zeit ist für mich bedeutungslos. Ich bin keine Linie. Ich bin ein einzelner Punkt. Darum konnte ich euch immer nur Möglichkeiten aufzeigen und musste euch entscheiden lassen. Unsere Albträume sind deine Träume? Ja. Du hast den roten Faden gefunden, den Strang, der sie verbindet. Und du hast es auf die einzig mögliche Art getan. Das Leben Tag für Tag zu leben. Vielen Dank, Sam. Eine Pistole hilft dir hier nicht. Aber sie spielt noch eine Rolle. Die Bande zwischen den Menschen haben die Welt zusammengebracht. Und wenn dir das am wichtigsten ist, dann bleibe ich hier an diesem Strand. Dann sperre ich mich hier ein und den Rest von euch aus. Dich einsperren? Komm schon! Sobald die letzte Strandung begonnen hat, lässt sie sich nicht mehr aufhalten. Ich kann nicht mitkommen. Ich kann bloß versuchen, euch das Schlimmste zu ersparen. Warum musst du am Strand bleiben? Sam, ich bin der Strand.
Und ich muss hier bleiben und sicherstellen, dass das Aussterben stattfindet. Selbst wenn es Zehntausende oder Hunderttausende von Jahren dauert. Alleine. So machen wir EEs das. Hätte ich einfach meinen Job erledigt, wäre all das nicht passiert. Aber ich konnte es nicht mehr ertragen. Das Warten hat mich zermürbt. Und ich dachte, niemand wäre mir böse, wenn ich einfach alles beenden würde. Also tat ich es. Klingt schrecklich. Aber ihr habt euch zusammengefunden. Ihr seid verbunden. Und auch wenn euer Ende bevorstehen mag, es gibt immer noch Hoffnung. Vor jedem der großen fünf rebellierte das Leben. Es schlug zurück, entwickelte sich, um zu überleben. Das Aussterben ist nicht bloß ein Ende. Es ist eine Chance. Und wenn ich den Preis dafür zahlen muss, das Opfer sein muss, dann soll es so sein. Selbst wenn wir nicht zusammen sind, sind wir immer verbunden. Leb wohl, Sam. Eine Pistole hilft dir hier nicht. Aber sie spielt noch eine Rolle. Some refuse the past. Evilly, it's messed up if we can't unplug the fact that a world covered in cables was never right to last. So don't act so surprised when the program starts crying. How do I form a connection when we can't even shake hands? You're like a phantom greeting me. We part in the shadows, hang out in the gallows, stuck in a loop for eternity. Do you know why? The flowers never bloom. Will you retry or let the pain resume? I need a new leader. We need a new looter. So come outside. It's time to see the tide. It's out of sight, but never out of mind. I need a new leader. We need a new looter. And stones may break my bones, but soon the sting will pass. But names can dig so many graves, you won't know where to stand. And I don't feel secure no more, unless I'm being followed. And the only way to hide myself is to get out of the show! How do I form a connection where we can't even shake hands?
connection. You call this a connection? Oh. Give me a break. Soon, I need a new leader. We need a new looter.